Servus Leute, ja, mir geht's aktuell nicht ganz so berauschend. Deswegen werde ich mich zumindest für eine unbestimmte Zeit von meinem Let's Play-Kanal ja, verabschieden ist zu hart. Ein bisschen Pause machen. Ich glaube, das trifft sehr. Ja. Ich werde ein bisschen Pause von den Let's Plays machen und werde jetzt zumindest ein bisschen aktiv auf meinem Serienkanal sein. Geplant ist mindestens ein Video pro Tag. Mehr können natürlich auch sein, aber je nachdem. Und ich hoffe natürlich, dass ich es nicht vergesse. Und ja, das war eben nur eine kleine Information, warum ich das auf diesem Kanal mache. Ja, weil ich erstens hier auch eine ganz große Zuschauerschaft habe. Und was meinen Hauptkanal betrifft, betrifft natürlich auch meine Nebenkanäle. Und wenn jetzt irgendjemand den Serienkanal abonniert hat und jetzt nichts über meinen Hauptkanal weiß, dann ja, müssen die jeweiligen Personen das natürlich auch wissen, wenn auf einmal auf diesem Kanal mehr los ist. Naja, auf jeden Fall, da muss ich nicht eher aufs Detail eingehen, denn ganz im Ernst, ich habe gerade 27 Videos hochgeladen auf meinem Let's Play-Kanal. Im Normalfall würde ich sowas niemals machen, nie im Leben. Aber das soll jetzt quasi als Einleitung für die Pause sein. Und stattdessen werde ich mich jetzt etwas um meinen Serienkanal kümmern. Wie gesagt, geplant ist mindestens ein Video pro Tag. Falls ich es mal vergessen sollte, dann entschuldige ich mich jetzt schon im Voraus. Das kann ich dann natürlich irgendwie nicht mehr gut machen oder was weiß ich. Ich verplapper mich schon wieder von Worten, mit denen ich nicht so gut umgehen kann. Aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass auf meinem Serienkanal jetzt mindestens ein Video kommen wird über eine unbestimmte Zeit. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin Vorschläge machen, welche Serie ich denn hochladen soll, wenn ich es denn darf. So, ich glaube, alles Wichtige ist gesagt. Dann könnt ihr euch jetzt auf zukünftige Videos auf diesem Kanal freuen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.